Ach, egal. Ich werde einfach mal warten, bis wieder ein Tag vergeht, dass ich wenigstens wieder Energie kriege. Hier unten bin ich wenigstens vor diesem Schädel sicher. Soweit. Wenn ich jetzt Energie kriege, dann wäre ich schon glücklich. Damit ich diesen Schädel auch vernichten kann. Ich frage mich nur, was diesen Schädel das bringt, direkt da... ja, bei diesem Tempel dort zu warten. Und dann auf den richtigen Moment zu warten, bis sie dann wirklich alles hier kaputt machen können. Aber wisst ihr was, Leute? Ich meine, ich habe zwei solche Bogen. Also warum sollte ich nicht so langsam mal einen einsetzen? Warum mache ich mir das immer so schwer? Ich werde das jetzt auch tun. Meinen ersten, ja, sonderbaren Bogen einsetzen. Wodurch ich die Gegner mit nur einem Schuss besiegen kann. Sogar die Schädel müssten mit nur einem Schuss besiegt sein. Könnte ich hier den Brückenbau nicht? Verdammt. Leute, ich muss hier den Leuten erstmal den Brückenbau lernen. Obwohl, hier braucht er zwei. Okay. Ich werde erstmal die Stadt hier nochmal verlassen müssen. Ich werde nämlich nochmal nach Ludpool gehen, weil sie hier ja den Brückenbau gelernt haben. Damit ich den Brückenbau auch, ja, in Northwall weitergeben kann. Das Volk beobachten wollte ich. Und dann die Gabe nehmen. Hier singen sie ja auch noch. Da, die, da, die, da, die, da, die, da, scheiße, wo ist die Brücke hin? Nein. Ich weiß auf jeden Fall... nee, Quatsch, das war nicht in Ludpool, das war in Fillmore, wo sie den Brückenbau gelernt haben. Naja, so viel dazu. Okay, dann gib mal her die Brücke. Denn ich brauch sie. Ich muss sie in Northwall weiter lehren. Was? Warum hab... klasse. Aber ich habe auch keine Brücke mehr jetzt. Naja, klasse. Okay, Leute, ich kann den Brückenbau wohl nicht weiter irgendwie... lernen die denn etwas selber wieder? Na, scheint wohl so. Aber ich muss ja auch irgendwie diese Monsterhöhlen versiegeln können. Ach, schauen wir erstmal, was sich tut und... werde ich wohl erstmal nach oben bauen müssen. Na gut. Dann bauen wir zurück. Na, weiter geht's sowieso noch nicht. Muss ich ja noch ein bisschen die Sonne erstrahlen lassen. Und dann da oben erstmal die Monsterhöhle versiegeln lassen. Da ist nur der rote Dämon. Am besten wäre es ja wirklich erstmal die Schädel auszuschalten. Weil die ja wirklich viel böser sind. Oi! Denn wenn ich da einmal nicht aufpasse, endet das böse. Ihr habt ja in Eidos auch einmal mitbekommen, wie böse diese Schädel sein können. Verdammt böse. Und die ziehen auch noch verdammt viel HP ab. Das ist noch dreister. Ja, klasse. Jetzt kann ich... okay, der hat sich mal einfach auch aus dem Bildschirm verpisst. Auch gut. Kann er ruhig tun. So. Einmal die Sonne erstrahlen lassen und ich kann keine Pfeile mehr schießen. Nein, du wirst diese Stadt nicht zerstören. Das werde ich zu verhindern wissen. Okay. Sehr schön. Von mir aus könnt ihr das ruhig so weitermachen. Euch einfach aus dem Bildschirm so, ja, putzen lassen. Okay. So, DJ Kerr, ich weiß, dass es unerwartet ist, aber die Menschen in Northwall wollen euch etwas sagen. Es ist so kalt hier, dass die Menschen mit gewöhnlicher Kleidung nicht leben können. Herr, habt ihr keinen Stoff, aus dem man wärmere Kleidung machen kann? Doch, habe ich. Ich habe das Schafsfell, welches ich euch geben werde. Gabe benutzen, Schafsfell. Die Menschen aus Northwall werden es jetzt wärmer haben. Wunderbar, jetzt müssen sie nicht mehr frieren. Ich könnte auch so ein Schafsfell gebrauchen. So kalt wie das hier momentan teilweise noch ist, ja. Ich friere teilweise noch, gebe ich ehrlich zu, und ich will endlich den Frühling. Ich will wärmere Temperaturen und... naja. Müssen wir leider noch ein bisschen warten, bis es wahrscheinlich soweit sein wird. So, jetzt verschwinde, Schädel. Du hast hier nichts verloren. Wunderbar. Okay, noch eins, zweimal die Sonne erstrahlen lassen. Dann kann ich wenigstens schon mal die Red Demon, ja, versiegeln. Und mal schauen, was dann passiert. Ich könnte auch auf diesen Schädel dahin arbeiten. Aber das werde ich gleich erst tun. Nein, du böses Mistvieh. Na, wenigstens kann ich trotzdem noch die Sonne erstrahlen lassen. Ich hoffe nur, dass meine gesamte Stadt nicht nochmal zerstört wird. So, schauen wir mal. So, DJ Kerr, es ist nichts passiert. Klasse. Okay, wie soll das sonst funktionieren? Soll ich ein Erdbeben machen lassen oder was?
Na klasse. Ich kann diese Monsterhöhle wohl nicht erreichen, wie es aussieht. Zumindest nicht unter diesen Umständen. Naja, dann werde ich erstmal die Schädel vernichten müssen. Wenigstens erstmal ein. Dann habe ich wenigstens nur noch einen am Hals. Hier müsste nämlich der erste Schädel sein. Ja, von mir aus trefft mich ruhig, gleich ist sowieso wieder ein Tag vergangen. So, und noch einmal die Sonne. Okay. Dann werde ich erstmal, wie gesagt, diese Monsterhöhle hier versiegeln. Sofern es mir gelingt, nachdem ein Tag hier vergehen sollte. So. Okay, ich habe wieder Energie. Jetzt muss ich nur noch diese Schädel loswerden und dann aufpassen, dass sie mir wirklich meine gesamte Stadt hier nicht zerstören. Und wenn sie mich zerstören, ist ja halb so schlimm, aber die Stadt ist schlimmer, wenn sie das schaffen. Deswegen, da habe ich keine Lust drauf, dass sie mir wirklich nochmal die gesamte Stadt zerstören. Die schön gebaute Stadt. Okay, so. Jetzt kann ich nicht. So, jetzt aber. Dann werde ich jetzt hier erst nochmal ein bisschen weiterbauen. Erstmal die erste Monsterhöhle hier versiegeln. Und hier hochbauen. Obwohl, ich kann die Monsterhöhle doch noch versiegeln lassen. Sehr schön. Auch wenn, ja, ich da nichts bauen kann. Aber erstmal, wie gesagt, die Schädelmonsterhöhle. Die ist schlimmer. Die macht mir mehr Angst. Aber ich bin gerade echt am Überlegen, wie das mit dem Brückenbau hier ist. Ob die das hier wirklich auch nochmal separat lernen. Oder ob man denen das nicht wirklich beibringen musste. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Da lässt mich meine Erinnerung mal wieder im Stich. Es liegt auch schon eine Weile zurück, dass ich das Spiel hier durchgespielt habe. Du hättest auch aus dem Bildschirm gehen können. Na also, wer sagt's denn? Muss ich die wenigstens nicht bekämpfen? Hat auch was Gutes. Okay, warten wir erstmal. Von mir aus könnt ihr jetzt bauen. Aber sie wollen nicht. Na gut, mache ich erstmal diesen Schädel hier kaputt. So, weg mit dir. Ich weiß, er wird jetzt wieder neu erscheinen, aber das macht nichts. Denn ich weiß, mir zu helfen, oder? Ah, kommst du runter? Nö, der will nicht. Okay, der macht gerade gar nichts. Ich glaube, wenn die Menschen bauen, dann sind die Schädel friedlich. Ja, sie wird versiegelt, die Monsterhöhle. Ein Schädel weniger. Sehr schön, und ich will diesen Eisdrachen hier noch loswerden. So, die erste Monsterhöhle ist versiegelt, Leute. Und sie haben was in der Höhle gefunden. Herr, wir haben einen seltsamen Bogen und Pfeile gefunden. Wir bitten euch, nehmt unsere bescheidene Gabe an. Schon das dritte Mal, dass ich das Ding erhalte. Zwei davon habe ich ja leider schon benutzt. Aber egal. Ich meine, was sollte ich tun? Sollte ich diese Pfeile und Bogen die ganze Zeit in meine Tasche verwahren? Ich meine... Ich werde sie mal benutzen. Benutzen, aber ich sollte sie erstmal nehmen. Den Kompass, den werde ich auch noch irgendwann brauchen, aber ich glaube, es ist erst fürs nächste Gebiet, wo der Kompass nützlich ist. Oder kann ich das auch schon früher benutzen? Ich sollte wirklich irgendwann später nochmal die Gelegenheit nutzen, danach zu gucken. Ah, was wollen Sie diesmal? Herr, wusstet ihr, dass ein neuer Baum in Nordosten wächst? Nein? Neulich sind zwei von uns zu dem Baum gegangen. Wir haben an dem Baumstamm etwas sehr Interessantes gefunden, und was? In dem Baumstamm waren zwei Buchstaben zu sehen. Diese beiden Buchstaben könnten ein Beweis sein, dass es schon vor vielen Jahren Menschen gab. Wie wäre es mal, wenn ihr sagen würdet, was für Buchstaben? Außerdem fanden wir dort eine Schriftrolle. Bitte nehmt diese Geschenke an. Werde ich tun, wenn ich dazu kommen sollte. Ja, jetzt wo sie die Stadt bauen, geht sowieso nicht. Oh, sie versiegelt die nächste Monsterhöhle. Okay, die Red Demons sind auch Geschichte. Somit habe ich schon mal zwei Monsterhöhlen versiegelt. Denn der Lebensstandard müsste sich jetzt eigentlich auch verbessern. Nein, sie finden nur was in der Höhle. Herr, wir haben eine Statue gefunden, die wir euch jetzt als Gabe bringen. Nehmt sie bitte an. Okay, das heißt, ich hätte eine Bombe. Und sie haben noch etwas zu sagen. Herr, wir wissen jetzt, wie man Brücken baut. Okay, sie lernen es von alleine. Wenigstens etwas. Wir bauen jetzt auf den anderen Ufer Häuser. Wir können jetzt auf den anderen Ufer Häuser bauen. Finde ich sehr gut. Das heißt, hier sind jetzt auf jeden Fall Brücken. Sehr schön. Hat sich also gelohnt, die Monsterhöhle zu versiegeln. Hier schon mal. Anders geht's ja auch nicht. Irgendwann müssen sie ja den Brückenbau lernen. Ich sollte mir... Wo habe ich... Gabe nehmen, genau. Ich sollte mir erstmal den Pfeil und den Bogen und die Bombe mal annehmen. Und die Schriftrolle, genau. Meine siebte Magie-Schriftrolle. Die ich dann dauerhaft bei mir trage. Mit denen ich auch erstmal soweit zurechtkommen müsste. Ja, sehr schön. Ich bedanke mich auch. So, und was ich jetzt tun werde, ist meine Gabe benutzen, und zwar Pfeil und Bogen. Denn ich habe keine Lust, mich dauerhaft mit diesen Schädeln rumschlagen zu müssen. Weil sie wirklich verdammt anstrengend sind und du hast ein Haus zerstört.
Okay, Leute. Ich werde jetzt erst noch ein paar Mal die Sonne erstrahlen lassen hier. Weil das habe ich auch schon lange nicht mehr getan. Sollte ich auch mal zwischendrin wieder tun. Das heißt einmal hier und da unten. Aber erstmal weg mit den Monstern. Und hier unten, wie gesagt, wollte ich nochmal die Sonne erstrahlen lassen. Dann wäre hier soweit schon mal alles erstrahlt. Schade, dass ich hier nichts hinbauen kann. Aber ich meine, das kann man auch noch irgendwie loswerden. Da muss ich gleich nochmal gucken. Okay. So, jetzt kann ich wenigstens wieder weiterbauen, sehe ich gerade. Dann werde ich das auch mal tun. Einmal so, so, so. Okay, erstmal die Monsterhöhle hier versiegeln lassen. Und dann kann ich als nächstes... Da, du verschwindest von da. Als, da, dieser Baum meint die wohl. Als nächstes kann ich mich dann darum kümmern, dass hier noch, ja, sämtliche Häuser gebaut werden und...